Hallo EMTV News, hier vor mir seht ihr ein brandneues Bike mit einem brandneuen Motorsystem. Und zwar geht es hier um das DJI Avionox Motorsystem, was entwickelt wurde, um früher oder später auch bei anderen OEMs unterzukommen. Aktuell hier im M-Flow völlig neu. Der Motor, ganz kurz die Hard Facts. Der Motor wiegt 2,5 Kilo, schafft 105 Newtonmeter maximales Drehmoment, kurzzeitig in einem Boost-Mode für 30 Sekunden auch 120 Newtonmeter, in der Spitze über 1000 Watt. Das ist Wahnsinn, also das Ding schiebt ohne Ende. Ihr seht das hier so ein bisschen, wir sind hier auf der Terrasse von DJI in Frankfurt und hätte mir mal jemand gesagt, dass ich mal auf einer Terrasse in einem Hochhaus, ich glaube im 20. Stock, mit einem E-Bike rumfahre und denke, wie hart schiebt dieser Motor, dann hätte ich gesagt, niemals. Aber heute ist es passiert, ich habe das gemacht. Gut, komme ich noch mal kurz zurück zum Motorsystem. Wir haben hier nämlich ziemlich coole Features. Wir haben zum einen Wireless-Schalter, die quasi das System bedienen können. Auf der einen Seite kann man die Modi auswählen oder eben die Walk-Funktion an- und ausschalten. Das ganze Wireless sieht echt schnieke aus, ist an beiden Seiten gleich, was ich ja gut finde, weil ich bin ein Freund von Symmetrien. Und dann haben wir die Control Unit hier oben, also das Display ist ein 2 Zoll OLED-Display, Farbdisplay natürlich, mit, Achtung, Touch-Funktion. Das kennt man schon von den DJI Osmo Action Cams. Da ist nämlich das gleiche Display dran. Wurde hier auch verwendet, ist super schön integriert, sitzt schön im Rahmen drin, hat ein paar coole Features, man kann durchswipen in alle möglichen Richtungen. Man hat einen USB-C Mini-Ladeport dran, der hat so viel Strom, dass man theoretisch sogar einen Laptop anschließen kann und laden kann. Also ein Smartphone laden geht easy damit, eine Lampe betreiben geht sicher auch easy damit. Motorsystem ist, ich würde sagen, ziemlich gelungen. Weil, wie gesagt, diese Facts, dass der Motor bis zu 120 Newtonmeter schieben kann kurzzeitig, das ist neu, das ist cool, das macht sicherlich auf dem Trail richtig viel Spaß, dass er so überhaupt so viel Drehmoment hat, aber dabei sehr kultiviert ist, das macht total Sinn. Also sprich, der Motor zittert nicht unterm Pedal, wenn man draufsteht und noch nicht losfahren will, der Motor spricht aber sofort an und das werden alle Leute, die so ein bisschen das Klappern bei Bosch und Shimano nicht gut finden. Hier gibt es kein Klappern. Der Motor klappert überhaupt gar nicht. Es gibt kein Geräusch. Beim Fahren macht er so ein bisschen, aber nur ganz leicht. Das werden wir aber noch mal genauer checken. Was gibt es noch? Ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Akkugrößen, die von DJI hier vorgesehen sind. Es gibt einen 600 Wattstunden und es gibt einen 800 Wattstunden Akku. Und es gibt was ganz Spezielles dazu, nämlich ein ultraschnelles Ladegerät. Der 800 Wattstunden Akku ist von 0 auf 75% in 1,5 Stunden aufgeladen. Also sprich, man fährt das Ding leer, macht irgendwo eine Pause, isst Mittag, trinkt 3 Cappuccino oder 12 plus noch ein Eis und dann ist der Akku wieder wahrscheinlich voll. Das ist absolut cool. Ja, das wäre es zum DJI Motorsystem, zum Avionox Motorsystem. Hier das M-Flow PL. Es gibt einen Carbonrahmen mit 150 mm Federweg am Heck, mit 160 mm an der Front. Und was ich super spannend finde, die Marke M-Flow wurde von DJI gegründet, um das Motorsystem erlebbar, erfahrbar zu machen, weil sie sich gedacht haben, wenn ich nur ein Motorsystem habe, dann merkt keiner, wie stark das ist, wie super sich das fährt. Und da haben die sich gedacht, sie machen eine Fahrradmarke dazu auf, wollen damit auch wirklich in den Handel. Ende des Jahres, also Ende 2024, soll es da verschiedene Modelle geben. Aktuell haben wir das Rad hier bei der Eurobike, wird es vorgestellt. Sieht spannend aus, mir gefällt es gut. Ich bin es noch nicht wirklich gefahren, aber optisch ist auf jeden Fall ein Hingucker. Carbonrahmen, schlanke Rohrformen. Hier und da steht ein bisschen M-Flow drauf. Es wirkt alles sehr wertig. Das M-Flow PL rollt auf 29, kann aber auch Mallet gefahren werden. Es gibt nämlich einen Flip-Chip, da kann man das umstellen. Das heißt, wer lieber gerne ein kleines Hinterrad fährt, kann das hier umbauen und kann einfach das Rad in Mallet fahren. Wer jetzt sagt, dass DJI oder Neueinsteiger keine richtig leichten E-Bikes bauen können, dem muss ich sagen, das M-Flow wiegt in der Top-Version mit 800 Wattstunden Akku
19,5 Kilo und mit 100 Watt Stunden Akku sogar unter 19 Kilo. Das würde ich sagen, ist für ein Full Power EMTB wie das M-Flow PL mal absolut rekordverdächtig. Ich persönlich, mir fällt jetzt im Moment keins auf die Schnelle ein mit so einem großen Akku, voller Leistung und so viel Federweg, was so leicht ist. Das M-Flow PL kommt mit DJI Avionox Motorsystem, 2 Zoll OLED Farbdisplay mit Touchfunktion, den coolen Hebelchen hier, die wireless sind, punktet natürlich mit einem super schnellen Ansprechverhalten am Pedal, also sprich, wenn ich drauf drücke, ist es sofort da, das Ding, hat, wie gesagt, den fest verbauten Akku mit 800 Wattstunden und die Schnellladeoption, dann lädt dieser Akku von 0 auf 75% in 1,5 Stunden, das nenne ich mal richtig, richtig, richtig super schnell. Das war's zum M-Flow PL 9 EMTB mit DJI Avionox Motorsystem. Wenn ihr Fragen dazu habt, postet es in die Kommentare. Wir werden versuchen, das zu beantworten. Wir werden dann bei DJI direkt nachfragen und dann kriegen wir die Antwort und dann posten wir das da rein. Mir gefällt das Bike sehr gut. Postet mal, wie es euch gefällt. Das würde mich nämlich auch interessieren. Ja, und am Ende immer bleibt elektrisch.